Hammergeil, Junge. Ich begrüße erstmal alle Pizmeat-Schnitten hier und natürlich auch alle, die zum ersten Mal einschalten, weil sie gesehen haben. Dead Space 3, Junge. Herzlich willkommen. Ich bin der Hardy und wie ihr schon seht, wir schauen in Dead Space 3 rein, ja? Für euch wahrscheinlich völlig ungewohnt, die mich schon mit Webcam gesehen haben. Etwas größerer Raum hier, ja? Ich bin nämlich gerade bei der geilen Nougat-Schnitte, Dennis, ja? Und wir zocken Dead Space 3 gerade an der Playsee, ja? Ich habe ja gesagt, ich mache es am PC, also ich schätze mal so ab der dritten, vierten Folge wird es wahrscheinlich am PC weitergehen, dann bin ich auch etwas näher wieder bei mir zu Hause, ne, an der Webcam und so weiter. Aber jetzt sieht man mich erstmal hier ein bisschen mehr und ja, ich habe da die vorigen Teile, Teil 1 und 2 auch gespielt. Für die, die es nicht gesehen haben, blende ich jetzt einfach mal zwei Links ein, da könnt ihr euch dann jeweils dann ab der ersten Folge dann das jeweilige Let's Play angucken, ohne Spaß, richtig geil, einschalten, hat richtig Bock gemacht. Also ich muss sagen, war glaube ich sogar neben Resident Evil mein erstes, mein erster Grusel-Shooter, ohne Spaß. Ich stehe auf solche Spiele eigentlich, obwohl ich beispielsweise E.T. den Außerirdischen voll nicht sehen kann. Also ich habe voll Schiss vor dem. Ohne Spaß, aber es war echt richtig geil. So eine super geile Erfahrung. Ich habe mir echt teilweise in die Hose geschissen und deswegen habe ich mich auch super auf Dead Space 3 gefreut. Also es war, ich habe so lange gewartet und ich freue mich da richtig drauf. Ja. Und bin mal gespannt, was uns das Spiel zu bieten hat. Ja, ich werde euch jetzt mal, das ist quasi schon der Beginn des LPs. Ja. Wie gesagt, wir fangen auf der PlayStation 3 an und gucken mal, was uns dieses Spiel hier so bietet. So, müssen wir kurz warten. Trophäen werden geladen, Mama. Also ich hoffe mal, dass es nicht so actionlastig wird, wie viele Leute vermutet haben. Also die ersten beiden Teile waren ja echt geil. Also schön langsam. Und ich meine, es war echt die perfekte Mischung aus, ja, ich sag mal, so einer Leichtigkeit wie bei Resident Evil. Also Leichtigkeit im Sinne von nicht so viel Action. Ja, zwischendurch mal ein bisschen Hektik und so weiter. Und das war bei Dead Space echt, ja, wirklich ist echt super geil gelöst gewesen. Und ich bin echt gespannt, was der dritte Teil jetzt hier leistet. Machen wir einfach mal hier. Geben wir einfach mal Gas, ja. Speichert. Alter, ich hoffe mal, dass ich mir wieder so in die Hose scheißen werde. So geil. Ich hätte gerne bei den ersten beiden Teilen auch eine Webcam gehabt, eine Facecam, aber war leider nicht möglich. So, automatisch Speichern aktiviert. Ja, machen wir einfach mal Standard. So. Verbindung wird hergestellt. Und Spaß, ich freue mich. Ich freue mich richtig derbe. Ich freue mich richtig derbe. Ja, wir sind einverstanden. Wir sind immer einverstanden. Logge dich in deinem Origin-Konto ein, um auf alle Features dieses Spiels zugreifen zu können. Ja, ja, fortfahren. Ach, das ist doch scheiße. Warte, warte, ablehnen. Wenn du die Registrierung deines Origin-Kontos ablehnst, kommst du nicht in Genuss der Online-Funktion. Außerdem stehen zusätzlich Einschränkungen in der... Ja, geh mir nicht auf die Eier. So, ich will Solo-Kampagne machen. Ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwelche Online-Scheiße hier. Ja, wir wollen rein mal in die Solo-Kampagne reingucken. Und, ich guck mal gerade hier, ja, weil ich muss die Y-Achse invertieren. Ohne Spaß, sonst geht das gar nicht bei mir. Y-Achse invertieren, zielen. Wobei, Blödsinn eigentlich. Fliegen. Okay, wir probieren es einfach mal vorher ohne. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie ich das bei den ersten Teilen gemacht habe. Aber hier lassen wir das einfach mal. So, Solo-Kampagne. Wollen wir mal gucken, was mit Isaac jetzt so abgeht. Bewege den Regler, bis das Logo in der Bildschirmmitte kaum zu sehen ist. Ja, jetzt. Ja, so, ne? Standard. Alles klar, fortfahren. Schnittchen, hammergeil, Dead Space 3. Ich will den Schwierigkeitsgrad. Also ich fange jetzt, ich muss auf der PlayStation natürlich nochmal, also auf dem PC natürlich nochmal vorspielen, weil ich den Spielstand ja natürlich, den ich jetzt hier auf der PlayStation mache, nicht mitnehmen kann. Also ich spiele hier jetzt mal auf normal und guck mal, wie wir so klarkommen. Und dann kann ich, wenn ich dann auf dem PC für euch weiterspiele, vor 300 Jahren umstellen. Mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer. Und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich,
Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Spraw. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clark, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Alpha-9, hier Whiskey 250. Alpha-9, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie? Wir müssen dorthin, oder haben wir uns verloren? Ah, sehr geil. Jetzt dürfen wir steuern. Haben wir fett? Okay, ich muss auf jeden Fall die Achse invertieren. Ohne Spaß, das geht gar nicht. Y-Achse invertieren. Zielen, ist das das hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Werden wir eben kurz testen. Ja, besser. So, wie ist das hier? Ordnung. Ortung. Okay, alles klar. R3 drücken. Ah, das ist wieder unsere Fähigkeit hier mit dem... Dass wir den Weg angezeigt kriegen, finde ich sehr gut, ja. So, muss ich sagen, schon ziemlich geil gemacht mit dem Schnee unten, wenn man da durchläuft. Also finde ich ziemlich fett. Vor allen Dingen, wir haben jetzt auch den direkten Vergleich. Wir können uns natürlich ab der dritten oder vierten Folge den Vergleich zum PC mal reinziehen. Also bestimmt interessant, wie sich das so da macht. Und ich muss sagen, ohne Spaß, ist ein richtig geiles Gefühl, sich mal endlich wieder, ja, mal wieder hier zu bewegen mit so einem... Oh, Alter, ich sag's euch. So. Aber das... Wie ziele ich denn? Okay, alles klar. Mit L1 ziele ich.
Okay, mit L2 renne ich. Okay, R2 ist Stampfen und R1 ist... Ja, okay, Nahkampfangriff. Das können wir uns schon mal merken. Oh, nee, schon so, es ist schon ewig lange her, seit ich Dead Space 2 gespielt habe, dass ich mal endlich wieder mich in so einer geilen Suit hier bewegen kann. Und Spaß, ich finde das voll geil, wie sich das mit dem Helm hier dann so bewegt. Also ist echt fett gemacht. Aber wir müssen jetzt... Alles klar, das sieht doch schon richtig aus hier. Halt, L2 gerückt zum Rennen. Hammerfett, Junge. Haben wir gerade schon rausgefunden. Schon voll Pro hier. Ist übrigens das erste Mal, dass ich hier mit Controller zocke. Habe ich vielleicht vorhin schon gesagt. Weiß ich jetzt nicht genau. Habe ich mit dem PC und mit Maus und Tastatur gespielt. Ist für mich ein bisschen besser. Gut. Kommen Sie rein. Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um. Es muss einen Weg geben. So, alles klar. Munition. Munition? Okay, ich musste die mit X muss ich die aufheben, alles klar. Boah, ist schon ein bisschen was länger, als ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Alles klar, so. Nachladen. Wie lade ich denn nach? Okay, alles klar. Oh Gott. Was kann die Waffe denn überhaupt? Wie schieße ich denn? Halte L1 zum Zielen und drücke R1 zum Schießen. Alles klar. Das wollen wir jetzt natürlich noch nicht machen, weil Munition ist natürlich knapp, ja? So. Okay, der will unbedingt, dass ich schieße. Na dann, komm einmal. Okay, jetzt zufrieden. Muss ich wieder eine Munition... Das kann jetzt schon wieder, zerbrechen? What the fuck? Okay, vielleicht mal drauf schießen. Ah, alles klar. Okay, X drücken zum... Ach ja, schön. Ach du Scheiße. Na, da geht es schon direkt los, ey. Nicht in die Beine. Okay, oh! Alles klar, das ist schon mal nicht gut. Okay, ich muss sagen, ohne Spaß. Hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Ohne Spaß. Mit dem Pad ist es eindeutig schwieriger als mit der Maus. Da bin ich ein bisschen panischer, muss ich sagen. So, mal umgucken. Ich sag's. Ach nee, komm. Ich verliere meinen Kopf und ich habe immer noch weiter! Alter, ohne Spaß, geh doch mal drauf, du Mongo. Wieso habe ich eigentlich keinen Plasma-Cutter, ja? Den guten alten Plasma-Cutter. Weißt du, der entseucht die Viecher im Nu. Ach komm, ey, wieso? Ach so, ich verliere meine Beine und krieche auf den zu. Vor allem, wie schnell die kriechen können. Ist der tot? Nein, 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 nein! Okay, dann können wir doch auch hauen, oder? Fick dich! Komm her, Junge! Nein! X! Ich drück doch X! Alter, fick dich mal! Ich drück X! Okay, wir müssen eindeutig schießen. Nein, da ist noch einer! Okay, drauftreten! Drauftreten! Alter, leck mich am Sack, wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Haben wir noch ein volles Magazin? Okay, alles klar, haben wir noch. Ohne Spaß. Mit dem Gamepad ist das auf jeden Fall schwieriger. Ich bin halt einfach kein Gamepad-Shooter-Typ. Ja, natürlich. Also ich muss sagen, das geht schon ziemlich geil los hier, ja. Klaustrophobische Enge hier. Oh, na genau. Ganz ehrlich, ich will da nicht hochklettern. Muss ich auch gar nicht, ne? Doch, muss ich. Oh, nee. Komm, kann ich die Kamera wenigstens schwenken? Alles klar. Hier ist sonst nichts mehr. Ach komm, was ist denn dieses Häufchen hier? Lebt doch bestimmt auch noch, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Ah, ich habe einen Kodex gekriegt. Okay. Okay, das ist nice. Was? L2 zum Springen. Okay. Ich muss aufpassen, dass mich von hinten keine Felsbrocken treffen, oder? Ich kann nochmal springen hier. Alles klar, das ist schon ziemlich fett, muss ich sagen. Auf jeden Fall geil gemacht. Kommt direkt Stimmung auf. Oh, scheiße. Ich hab ziemlich wenig Life, ehrlich gesagt.
Okay. Was passiert denn jetzt hier? Ach, ich kann euch noch rollen. Okay, alles klar. Leck mich am Arsch. Okay, das haben wir eindeutig überlebt. Da geht die Action direkt am Anfang schon ab, leck mir die Eier. Ohne Spaß, so muss das sein, Leute. So muss das sein. Echt Premium, ja. Hammer geil. Miau. Wer ist das überhaupt, ja? Whisky hast du nicht gesehen, Nummer... Alter, hammer nice. Och nö, jetzt kommt wieder so ein altes Fabrikgelände. Sehr nice. Sehr geil. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Okay. Okay. Alles klar, das ist... Das wirft ein paar Rätsel auf jetzt. Was zum Teufel ist das Teil da? Daten gelöscht. Was für Daten? Ohne Spaß. How nice, muss ich für sagen, für den Anfang. Sehr, sehr actionlastig. Sehr actionlastig, muss ich sagen. Aber doch gut. Also ich muss... ich hoffe mal, dass es trotzdem... Was ist passiert denn jetzt hier eigentlich? Muss ich irgendwas drücken? Ach so. Sind Sie sowas wie ein Marker-Experte? Sie erschufen einen... Den Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hey, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Ohne Spaß, hat er denn nicht gerade noch seinen Plasma-Cutter da am Start? Das sah irgendwie so aus, als wenn er nach seinem Plasma-Cutter gegriffen hätte, den er da hat. Aber ohne Witz, ich finde das natürlich ziemlich heftig, ja, dass die den schon wieder in die Scheiße mit reinziehen. Ich meine, der hatte echt in den ersten beiden Teilen genug Scheiße durchzumachen.
Ja, und jetzt kommen die wieder an. Oh, sie müssen uns schon wieder helfen. Wir schicken sie schon wieder voll in so eine Scheiße rein. Was ist denn hier? Abspielen. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Sunrise Apartments. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Das ist ihre letzte Benachrichtigung. Sollten sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Ach so, nice, alles klar. Isaac ist also ein leicht zerstreuter Mann geworden, ja. Ich meine, kann man natürlich auch verstehen. Ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Ist natürlich ein leicht zerstreuter Mann geworden, wie ich gerade sagte. Und er ist natürlich verständlich bei dem, was er schon durchgemacht hat, ja. Dass der jetzt hier auch keine Miete zahlt. Aber, ohne Spaß, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Da war gerade noch ein Aufzug. Ach ja, gut. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Wir müssen... Da kann uns natürlich unser... warte, R3 war das. Ah, okay, ich muss da rein. Aber ich will zumindest noch gucken, was mit dem Aufzug da geht. Ne? Vielleicht bringt er uns irgendwo hin, wo wir schon die absolute Obermonsterwaffe kriegen. Oder der funktioniert einfach gar nicht. Ja, war mir klar. Aber da liegt noch was. Medipack klein. Ja, guck mal. Sieh mal an, ey. Das können wir doch schon gebrauchen. So, wollen wir mal hier durchrennen. Ach du Scheiße, was höre ich denn da? Oh, ne, das geht... Jetzt geht es schon wieder los. Okay, ich habe zumindest noch ein paar Leute hier um mich rum. Weil alleine muss das jetzt nun wirklich nicht sein, ohne Witz. Direkt am Anfang hier. Wer zum Teufel sind Sie denn? First Guards, letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon, wie meinen Sie das? Das verstehen Sie daran nicht, es gibt sonst niemanden mehr. Sieht's auch aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen, los jetzt! So. Alter, gegen was kämpfen wir denn jetzt hier eigentlich? Gegen irgendwelche anderen Leute, oder was? Kann ich mich auch hinhocken? Ich kann mich nicht hinhocken, oder? Ging glaube ich, noch nie, oder? Bin mir gar nicht sicher. Ach, da soll ich jetzt jemanden treffen. Ich bin auch super schlecht damit. Ah, es ist, habe ich so schon getroffen, die kleinen Noobs, ey. Ducken, drücke R3. Ah, okay, ich kann mich hier... Warte, da sind sie... Nein, 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 nicht auf mich. Ohne Spaß, ich bin echt ein Noob mit dem Pad. Ich bin so ein Noob mit dem Pad. Da muss ich sagen, bin ich froh, wenn ich wieder an meinem PC sitze. Ja, jawohl, genau. Ja, sehr nice. Und ich bin natürlich von der Gruppe wieder abgeschnitten. Ohne Waffe, oder? Das sind auf jeden Fall irgendwelche Freaks. Warte, 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 da ist Munition. Brauche ich. Ja, komm. Nein, 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 nein. Alter. Ohne Spaß. Ohne Witz, ich kann mit dem Pet ja gar nichts, wa? So, komm her. Ich muss mich mal ducken hier, ne? Komm, zieh Leine, Junge. Alter, mit der Maus wären die jetzt schon alle tot gewesen. Aber egal, ich muss das mit dem Pad auskommen. Junge, verzieh dich, ja? So, was liegt hier? Ah, so eine Stasis-Pack. Lol. Ey! Ohne Spaß. Ich treffe ja gar nichts. Jetzt komm, jetzt stirb endlich, Junge. Machen uns doch nicht so schwer. So. Na, damit. Nicht dir sonst noch irgendwas? Nein. Wo muss ich denn hin? Alles klar, da oben hin. Aber erstmal gucken, vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Da siehst du, guck mal, da leuchtet noch was. Das ist auch Munition, oder? Ja, guck mal, siehst du, Munitionsclip, 5 Schuss. Und hier ist bestimmt auch noch was. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, da liegt noch was. Munitionsclip, sehr gut. Immer Munition ist immer gut. Und da ist so ein offener Ding jetzt hier? Ne, leider nicht. Okay. Vielleicht ist die Empfindlichkeit auch ein bisschen höher. Oh shit, da sollte ich vielleicht nicht so ganz reinlaufen. Ach so, das ist so einer, der sich selbst in die Luft sprengt. Alles klar. Ach so. Ich will nicht durch das Licht laufen. Laufe ich halt hier lang. So, Feierabend. Verzieht euch. So. Wo muss ich denn lang? Okay. Da, ach, da ist eine Leiter. Okay. Oh, der Fernseher ist ein bisschen dunkel. Habe ich nicht direkt gesehen, ne? Kann passieren.
Alter, muss ich jetzt hier erstmal gegen irgendwelche Menschen kämpfen? Oh, und Spaß. Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsdienst. Okay, alles klar. Den Rettungsdienst werden wir wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen, weil der Feuer wahrscheinlich gevierteilt wird oder was auch immer. So, Norton treffen. Drücke Select für Details. Achso, Select ist. Ah, Select ist mein Menü. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Was habe ich denn hier überhaupt? Das ist erstmal mein Plasma-Cutter. Rechter Waffenslot. So, wie wähle ich den denn aus? Das ist jetzt natürlich hier so eine Sache. Ach so, alles klar. Mit dem Steuerkreuz. Ja, sehr gut. Plasma Cutter ist doch viel geiler als die andere Scheiße. So. Was ist denn hier? Okay, alles klar, da ist die Treppe. Hier kommt noch was zerstampfen. Medipack klein! So, wo muss ich denn hin? Durch die Tür hier, ne? Mal geil. So, komm, ich will jetzt mal so ein paar von den geilen Aliens hier haben. Ja, mein Plasma-Cutter, ja, das, so muss das sein. Ja, scheiß auf die Kackpistole hier. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte, wo ist der? Ich weiß es nicht. Ach so, okay. Komm, ich helfe ihr. Warte, komm schon. Wo ist der Mongo? Hau doch nicht ab, du Mongo. Scheiße, daneben. Aua! Alter, wieso verletzt er seine Beine nicht? Okay, alles klar. Platt gemacht, hier oben ist noch einer, ne? Da oben ist er. Okay, Plasma Cutter ist jetzt noch nicht so wirklich die richtige Waffe gegen die. So, weg die Sau. Alles klar, was ist mit ihr hier? Sie ist leider, hat leider das zeitliche Gesicht. Das ist natürlich schade, aber ist natürlich Pech, ne? Falsche Zeit, falscher Ort. So. Alles klar, hier ist irgendwie nichts mehr. Wo geht's lang? Da oben lang, alles klar. So. Da bin ich hergekommen, ne? Ne, hier ist nichts mehr. Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr aufleuchten am Boden. Hammer nice! Dann haben wir auf die Straße geschossen. Mist! Ich bin auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe so rüber. Hammer nice! Ach so, alles geil, der kommt natürlich direkt. Ah, okay. Ich hätte jetzt vermutet, dass ich durch die verlangsamten Autos durchlaufen muss. Und wenn ich zu langsam gewesen wäre, hätten die mich voll weggefetzt. Aber warte mal, ich will noch die Stase mitnehmen. So, dankeschön. Ja, ich habe doch Stase benutzt. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, du Scheiß-Tipp. So, dankeschön. So, hier liegt aber. Ist hier sonst noch irgendwas? Man weiß ja nie, ne? Bei Dead Space kann da immer mal irgendwo noch was Geiles rumliegen. Siehst du da? Guck mal, da hinten, da leuchtet doch was. Was ist das denn hier? Ein Earthgoth-Artefakt. Okay. Artefakt entdeckt. Drücke zum Ansehen Select. Was können die denn überhaupt? So. Gerüchte, Regierung. Greifend Gewalt. Seit Beginn. Okay, das könnt ihr ja lesen. Ja, irgendwas mit Morden. So. Alles klar, ist mir die Leiter hier nach oben wieder, ne? Standard. Aber ich muss sagen, finde ich sehr actionreich. So. Jetzt für den Anfang. Aber muss ich sagen, war der zweite Teil ja auch, wo man durch diesen, durch das Krankenhaus laufen muss. Beziehungsweise da, wo Isaac da erstmal seine Waffen und so holen musste. War natürlich jetzt nicht weniger actionlastig, ne? Ich hoffe mal, dass wir unsere Gruselszenen auch kriegen. Ja, komm her, ja, alles mitnehmen, immer her mit dem Stuff. Munition ist immer gut, ja. So, alles klar, ja, öffne die Scheiße mal. Sowas kann man nicht zerstampfen, ne? Nee. Was? Oh, alles klar. Die kann ich auch zerstampfen, sehr schön. Die haben normalerweise, wenn ich die Aliens zerstampfe, haben die nochmal was droppen lassen. Aber das sind ja keine Aliens. So, Waffe wechseln. Ja, haben wir geil. Brauche ich aber doch gar nicht. Bastard, Mama. Oh nee. Haben wir geil. Wie sieht das denn hier aus? Die Dredger Lobby. Haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir.
Ach so, alles klar. Das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Abgab? Denn ich sagte, er hat mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Alles klar, ich muss in den Aufzug rein. Oh, Aufzüge lieben wir ja. Beziehungsweise ich liebe ja Aufzüge in Dead Space. Da muss man immer von ausgehen, dass wenn ich gleich oben ankomme, sich irgend so ein Viech durch die Tür frisst, ja, oder mit seinen Tentakeln aufreißt und mich dann in alle möglichen Stücke zu reißen. Ohne Spaß, da bin ich vorsichtig jetzt, ja. Da bin ich vorsichtig. Die Fahrt dauert... Ach ja, genau. Die, bei Dead Space war das ja immer so, dass die Fahrten von dem Aufzug meistens die Ladesequenzen waren. In allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Markertestprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Ja, hammergeil, sehr schön. Da bleibt uns natürlich auch super, überhaupt nichts erspart. Ja, also Isaac, ja, nach dem ersten und zweiten Teil, da sind wir natürlich schon wieder hier. Da wollen sie uns schon wieder an die Wäsche. Aber ohne Spaß, Leute. War auf jeden Fall eine ereignisreiche erste Folge. Und ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal kurz einen kleinen Cut. Ja, morgen geht's dann weiter. 20.30 Uhr, schaltet auf jeden Fall ein. Weil wir wollen natürlich sehen, ne? Ja, Isaac, den... Kleine Schnittchen hier schon in den Arsch tritt, die sehen natürlich sehr lecker aus, auf jeden Fall. Und damit sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Oh mein Gott, das müssen wir noch eben machen. Alter, da kommen wir auf jeden Fall noch durch, ist klar. Ja, natürlich. Der Typ hat 3 Wirbelsäulen. Sehr schön. Alles klar, das, ich sage, das ist Dead Space, Leute, ohne Spaß. Und ja, auf jeden Fall schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt. Ich kann es wieder sagen, sehr geil. Dead Space, Hardy, miau.